Ja, herzlich willkommen zu unserer 25. Mahnwache hier in Braunschweig. Und ich freue mich, dass trotz des Wetters einige den Weg hierher gefunden haben und hier für den Frieden mit uns heute widerstehen. Ja, was ist diese Woche passiert? Vielleicht mal ganz kurz, was wir am Wochenende oder einige am Wochenende gemacht haben. Ein paar Braunschweiger waren in Bad Salzdetfurt und ich weiß nicht, wo man die Hand nimmt. In Bad Salzdetfurt gewesen. Und ich muss sagen, es hat mich mal wieder bestätigt in meiner Meinung, dass man oder dass jede Mahnwache halt wirklich regional aufgestellt sein muss. Denn wir stehen hier vor dem größten Konsumtempel. Und die stehen da ganz fein in ihrem Kurpark. Und so ist jede oder hat jede Mahnwache seinen eigenen Charme, seine eigene Geschichte. Und man kann nicht bundesweit irgendetwas über diese gesamten Mahnwachen drüber hinwegstülpen. Es war auf jeden Fall eine ganz tolle Erfahrung, dort zu sein. Und ja, was ganz interessant war, dass also auch der Bürgermeister dort in Bad Salzdetfurt die Mahnwache unterstützt und auch dort gesprochen hat für den Frieden. Ganz offiziell hat sich filmen lassen, ich habe das Video auch in unserer Gruppe jetzt geteilt, dass man das auch mal sehen kann. Das heißt, es gibt auch mittlerweile Bürgermeister, die sich offen sind für die Mahnwachen. Und die das Ganze auch protegieren, unterstützen und ja einfach möchten, dass unsere Bewegung halt Gehör findet und auch größer wird. Und das fand ich eine ganz tolle Sache, vielleicht mal eine Aufgabe hier für uns oder auch mal einen Aufruf an unseren Herrn Bürgermeister, dass er hier herzlich eingeladen ist, auch mal ein paar Worte zum Frieden zu sagen. Ja, ich möchte gerne noch daran erinnern, für nächste Woche Montag, der 27., dass wir hier Morgaine und Kilitz Moor auf dem Schlossplatz haben. Die freuen sich schon total lange, hier irgendwann mal in Braunschweig aufzutauchen, aufzutreten. Und jetzt hat es endlich mal geklappt. Und das ist auch vielleicht auch ein Ansporn, mal andere Menschen mit hierhin einzuladen, die vielleicht, wenn man denen erzählt, ja, da stehen Menschen für den Frieden, da ist eine Demo, eine Kundgebung, die sich dann vielleicht nicht so bewegen lassen, einfach mal einzuladen, hier mal zu einem kleinen Musikevent zu kommen. Und es ist ja auch moderne Musik, ist ja auch so Richtung Rap, was die machen. Und ich denke mal, dass, ja, dass viele Menschen sich oder da aufgeschlossen sind und das auch gerne mal miterleben möchten. Einfach mal einladen für nächste Woche Montag, wie gesagt, der 27.10. Morgaine und Kilitz Moor. Dann hier bei uns auf dem Platz. Wer gleich noch vielleicht, wir haben ja später noch offenes Mikro, das heißt, wer von euch noch irgendetwas hier sagen möchte, irgendwas loswerden möchte, kein Thema, einfach mal zwischendurch zu uns kommen und kurz sagen, welches Thema ihr habt und wie lange ihr ungefähr Zeit braucht für euren Redebeitrag. Ich habe so einen schönen Spruch gehört am Samstag, den fand ich total klasse. Weil bei uns wird auch Meinungsfreiheit groß geschrieben. Und da wurde gesagt, hier darf jeder das sagen, was in Deutschland rechtlich gesagt werden darf. Und das fand ich eine ganz tolle Aussage. Das heißt also, solange es hier nicht um Verhetzung geht von irgendwelchen Gruppen, von irgendwelchen Religionen oder wie auch immer, ist hier herzlich eingeladen, seine Meinung kundzutun. Oder auch vielleicht einfach mal seine Sorgen mal von der Leber zu reden, was ihn momentan bedrückt oder wo er vielleicht Hilfe, Unterstützung braucht. Denn auch da passiert hier bei uns in Braunschweig ja eine ganze Menge.